So, hallo Leute und willkommen zurück. Du stöhnst schon so genervt und willkommen zurück. Ja, wilde Pokémons gehen mir gerade auf den Sack. Lauf. So, hier geht's tiefer. Ich will raus aus der Höhle. Lasst mich doch alle zufrieden. Ah, ein Item und ein Team Rocket Mitglied gerade gefunden. Gut. Siehst du, hier ist ein Pipi drin. Ja, und jetzt? Kann man fangen. Will ich aber nicht. Tschüss, Kleinstein. Unter meinem Niveau. It's super effective. Oh, ich fliehe einfach nur noch vor den wilden Pokémon. Ja, das Kleinstein kann die Runnitten auch wieder besiegt. Ja, aber ich brauche die Dings, damit ich nicht zurückgehen muss. Hallo Zubat, wie geht's dir? Schön, dich gekannt zu haben. Willst du jetzt mein Let's Play kommentieren? Bei mir kommt gerade ein Zubat. Hallo Zubat. Deine Rasse wird irgendwann noch ausgerottet von mir. Das sieht nicht so gut aus. Critical Hit, ja gut, das sieht dann wiederum besser aus. Aber die hat wahrscheinlich noch ein Gift-Pokémon, oder? Ja, Reptane. Ja. Reptane. Ich hasse diese Höhle. Retter. Ich hasse sie über alles. So, weil jetzt habe ich das Problem, ich habe keine effektive Attacke mehr oder neutral effektive. Ich habe nur noch Pflanzenattacken. Oh Gott. Ja, dreimal getroffen. Das ist tatsächlich die Attacke, die ich da. Stirb, Zubat. Dachte. Nein, du sollst doch nicht überleben. Nein, das habe ich aus Versehen einmal mit Teilklaue gewastet. So hat gereicht. Zwei Treffer nochmal. You are so good. I know. Danke. Oh, ich will Schutz. Now I'm mad. Ich will Schutz. Danke. Nehme ich gleich mit. Was, Schutz? Geleitschutz. TM46. Du musst dir das mal vorstellen. Du gehst durch so einen Tunnel und alle zwei Sekunden springt dich da so ein wildes, krankes Viech an. Wahrscheinlich mit weißem Schaumverbund, ey. Und immer so ein kleines Zubat oder so. Und kommt so eine Fledermaus. Du musst jedes Mal dieses Viech one-hitten oder so. Du wirst doch irgendwann so genervt. Schleim. Kann man Schleim verbrennen? Bam. Oh, das ist auch noch ein Item. Ich weiß, ich habe jetzt ja noch Moonstone, ja, super. Ich weiß, ich habe jetzt noch da oben Gänge vergessen, aber das ist mir gerade relativ egal. Ich renne jetzt hier einfach mal mehr oder weniger durch. Ich will hier langsam mal raus. Oh, Alter, wie groß ist die Höhle noch? Die ist noch ziemlich groß. Ein Voltoball. Okay, Leute, Brett. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier nochmal einen zweiten Durchlauf machen. Nein, doch nicht mit 3 HP überleben. Das war nicht der Plan. Wehe, du paralysierst mich. Du beförderst mich in einer Parallelwelt. Ich warne dich. Scheiß Prioritätsattacken. Metallklaue. Half-Life. Smog. Nein, mein Pokémon ist vergiftet. Nein, warum? It's very effective. Oder super effective. Ich müsste doch ein Gegengift haben. Komm. Cannot do that now. Ich möchte mein Bag öffnen. So, ich auch. Und zwar hierfür. Antidot. Sehr schön. Ach, come on. Hallo, Pipi. Ja, du hast recht, hier gibt's Pipis. Tolcha. Welches Fossil nimmst du, damit ich das andere nehme? Sag mir einfach, ob du das linke oder rechte nimmst. Ich hätte ja gern diesen kleinen Krebs. Kabuto? Kabuto ist das, glaube ich, ne? Aber ich weiß nicht, welcher von beiden das ist. Dome Fossil oder Helix Fossil. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, welcher von beiden Kabuto ist. Ich weiß es auch nicht. Ja, du kannst ja vielleicht gleich mal kurz nachgucken, wenn du schon da bist. Weil ich habe hier noch einen weiteren Weg. Ich nehme jetzt einfach eins. Links oder rechts? Ja, guck doch einfach mal kurz nach. Nein, das wäre zu einfach. Was war das andere nochmal? Aerodactyl, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein wildes... Nee, Amoroso, oder wie das wieder heißt. Amoroso. Egal, ich nehme einfach eins und zur Not tauschen wir, okay? Ja gut, so können wir es ja machen. Boah, Alter! Ich nehme das Helix.
Alle zwei Schritte kommt ein Zubat. Das Ding verfolgt mich, ey. Ich hätte hier unten Zubat fangen sollen, dann wäre die Level schon mal höher. Sehr gut. Gut, dass dir das jetzt auch einfällt. Ich bin raus. Ich bin frei. Deadline LP. Also das Spiel scheint mehrere zu LPen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn man sich so nennt. Jetzt kommt wieder eine Quick Attack, 7 Schaden. Das Problem ist, dass man nicht zurückgehen kann. Ich finde das voll doof. Erst später. Wie zurück? Man kann nicht zurück, weil man runterspringen muss. Das heißt, ich krieg keinen Pikachu im Moment. Freut dich das so sehr? Alter! Oh Gott, das Zubat kriegt doch nie platt. Ja, das macht jetzt auch noch super Schaden. Bin in der nächsten Stadt, mein Freund. Ja, ich glaube, ich werde hier noch drauf gehen. Ein drittes Mal. Ah, ich bin nicht mehr verwirrt. Guck mal, da schreibt jemand sogar, dass er gerade mit 30, 40 FPS spielt. Ja, hey. Gut. Ich habe bei mir nur den deutschen Chat eingeblendet. Daher sehe ich bei mir auch nur den deutschen. Oh, also extra Chat. Für euch, meine Abonnenten, damit ihr den Chat auch vernünftig lesen könnt und mitverfolgen könnt und alles Mögliche. Oh, würdest du jetzt bitte endlich mal verrecken? Sein. Da ist der Fahrradladen, das kriegt man aber noch nicht direkt. Undercover. Man kriegt die Rocket-Kleidung irgendwo her als Spieler. Interessant. Ja, wahrscheinlich auch in dem Shop, kannst du ja mal umgucken oder so. Kannst du ja mal ein bisschen zeigen. Ich werde erstmal ein bisschen meinem Raupi trainieren. Es nervt so langsam. Das glaube ich dir gut und gerne. So, hier hätten wir dann jetzt schon mal den Wissenschaftler. Stopp! Oh, der redet sogar mit einem. Fuck. Ich wollte mich eigentlich nochmal healen. Stopp! Mehr sagt er dir nicht. Level 10 Rattan. So. Oh Gott, und schon wieder ein Gift-Pokémon. Ich habe nichts Effektives gegen diese Scheißviecher. Ich auch nicht wirklich. Ja, ich habe aber nur was Uneffektives gegen die momentan. Oh Gott, das ist so ein Pain in the Ass, ne? Das ist so ein Pain in the Ass, Alter. Nee. Ich spiel mal ein bisschen mit Maus. Das ist zwar ein bisschen komplizierter, aber im Fight geht's. Nur weil du dir gerade einen rubbeln willst, Alter. Ernsthaft mal. Komm runter. Ich brauch doch trotzdem noch die Pfeiltasten, um mich fortzubewegen, du Vogel. Du brauchst die Maus ja auch nicht kontinuierlich. Warte mal. Sollte erstmal mein Pokémon wechseln. Mein Level 5 Raupi kann, glaube ich, nicht so viel was. Nicht so viel gegen die was machen. Poison Gas, ernsthaft? Oh Gott, danke, dass es passt hat. So. Ich mache jetzt hier einen auf ganz billige Taktik. Ich schläfer die Pokémon ein und dann bespucke ich sie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schlafpuder und dann Ballezid. Ja, ich weiß. Ballezid. Es dauert very effective. Ich weiß, weil es Gifttyp ist. Och Gott. Endlich geschafft. Welches hast du jetzt genommen? Das linke oder das rechte? Helix. Ja, links oder rechts? Ach, da steht rechts. Dabei. Ja, du hättest auch einfach sagen können, dann hätte ich direkt das richtige nehmen können. Ich weiß nicht mehr, ob es links oder rechts war. Es war rechts. Dein Vieh war rechts, du Opfer. So, Antidot, ja, Gegengift, das brauche ich jetzt natürlich. Hallo, du mit Fahrrad. Oh, ich bin draußen. Halle, Julia. Auch endlich draußen. Da oben kann man, glaube ich, Kampfattacken lernen. Auch endlich raus aus dem Knast. Mega Kick und Mega Schlag. Schlag, ja. Ist das echt Mega Schlag? Ich glaube, auf jeden Fall bringt mir das im Moment nichts. Ja, mir auch nicht, dadurch, dass ich kein Kampf-Pokémon habe. Ja, deswegen bin ich auch vorbeigegangen. Beziehungsweise habe ich kurz... Da sehen wir Masel. Sind da interessante Pokémon drin? Habitat, Sandan, nichts allzu Tolles. Ich bin nur hier, um zu trainieren. Welches Level ist dein Pokémon eigentlich? 23. Meins ist 24. Du hinkst immer noch hinterher, obwohl ich nebenbei das Pokémon trainiere.
Ja, du hast doch ein Level Vorteil durch Dings, durch den erfolgreichen Kampf. Oh. So. Die Sache ist jetzt die, hallo kleines Mädchen, was mir im Weg steht. Moment mal kurz. Also wir sind auf jeden Fall schon weiter als ich mit meinem anderen Spielstand, das will ich jetzt schon mal kurz anmerken. Hattest du schon angemerkt, als wir Barocke waren, dass wir ungefähr gleich weit sind? Ja, aber jetzt sind wir weiter. Ja, das ist klar, wenn man dann weiterspielt. Da 9000 Poké. Wie viel Poké-Dollar hast du? Wo sieht man das? Ich habe gerade meinen Trainerpass einfach aufgerufen dafür. Kann ich meinen Trainerpass gerade aufrufen? Ich glaube nicht. Guck mal. Doch. 9132. Der will ein Pokémon tauschen. Also da haben wir ungefähr gleich viel. Trade with him. Ups. So, was ist das hier? What the fuck? It. So. Mission Script, ja, sehr schön. Die Karte kann man sich auch nicht angucken. Also, wenn ihr irgendwie Tasten von mir hört, also hier, wenn ich Tasten schlage, aber es nichts passiert, dann guckt einfach mal im Chat, dann steht dann da Script Missing oder so. Die Scripts haben sie dann nicht mit eingebaut. Damn. Was machst du jetzt noch? Mein Pokémon hat sich gerade entwickelt. Aber ich habe noch kein Smetbo. Smetbo ist, glaube ich, erst Level 10. Oh, wie lange geht dein Part eigentlich noch? 3 Minuten, wieso? Gut. Da können wir nichts mehr Großartiges starten, oder? Dann trainiere ich noch ein bisschen weiter, oder? Was meinst du? Ja, ich hätte sonst bei Misty noch ein bisschen rumgehackselt. Gehackselt. So. Also, ich würde an deiner Stelle auch noch ein bisschen trainieren und vielleicht das zweite Pokémon mal zu Einsatz bringen. Ja, ja. Versuche ich gerade, aber ist hier natürlich noch ein bisschen schwierig, ne? Bei den ganzen Level 10er mit Level 7 Zubat. Ja, deswegen wechsle ich auch immer wieder mein Pokémon. Ja, aber die Viecher sind leider auch gegen meinen Bisaknoste effektiv. Weil es hier ein Habitat zieht mir schon gut was ab mit Schnabel. Ein Rattan gibt's hier. Das gab's aber früher im normalen Blattgrün nicht. Bin ich mir ganz sicher. Oh, Sandama. Wäre das nicht das perfekte Pokémon für dich? Das ist sogar ein Level unter uns. Wollen wir es versuchen? Was ist denn das? Was ist Astonisch? Was ist los? Was ist Astonisch? Ich habe keine Ahnung. Was soll das sein? Keine Ahnung, es ist eine Geisterattacke, die mein Zubat kann. Oh, lass mich mal überlegen, welche Attacken kann ein Zubat? Giftstachel. Dann wahrscheinlich noch Flügelschlag. Ja, war noch nicht so früh. Warte, ist das vielleicht dieser Konfusionsstrahl? Nee, der hat Schaden gemacht. An attack using a Starlight Show that also may makes to foe flinch. Power 30, Genauigkeit 100. Lol. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, was das sein soll. Ich kenn's auch nicht. Ja, das ist halt das Problem dadurch, dass wir jetzt auf Englisch spielen. Ups. Und der hat deinen Trainerpass kannst du auch im Kampf aufrufen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich bin gerade aus Versehen auf C gekommen. Oh, ich will Pokémon wechseln, bitte. Ich muss mein Pokémon wechseln. Ja, stimmt, gegen Raupi bzw. Saftkorn sind sie auch sehr effektiv. So, aber der Part ist auch gleich zu Ende. It's super effective. Es ist so anstrengend, diese scheiß Zubat hier zu trainieren. Ich will EP-Teiler haben. Wo kriegt man das her? Weißt du das? Was? EP-Teiler. Weiß ich nicht. Warum weißt du sowas nicht? Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Warum weißt du sowas nicht? Weil es lange her ist, dass ich das... Wofür habe ich dich mit dabei, wenn du so ein scheiß Anfänger bist? Ernsthaft? Ich bin weiter gelevelt als du und noch nicht gestorben und du bist schon zweimal verreckt. Jetzt sei leise. Ich habe aber auch zwei Charaktere, weißt du?
Das ist doch keine Ausrede. Ich finde schon. Sagst du das auch, wenn du auf der Botlane spielst? Wir dürfen zweimal sterben. Wir sind zu zweit auf der Lane. Ja, natürlich. Nein, da ist natürlich die Schuld vom Jungler. Better blame Jungle. Oder der Support. Ja, der bin ja meist ich. okay, das war's mit diesem Part, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.